Hallo und Glück auf. Zweite Folge nach dem zweiten Spieltag, besser gesagt, der Spieltag läuft ja noch. Wir zeichnen heute mal am Sonntag auf und zum Legenden-Talk sind wieder da Klaus Fischer, Rüdiger Abramczyk. Hallo. Glück auf. Glück auf, René. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Habt ihr das Spiel schon etwas verdaut? Es war ja ein Spiel, naja gut, die Schiedsrichterentscheidung steht ganz im Vordergrund. Seht ihr das auch so oder würdet ihr noch vielleicht andere Gründe für die Niederlage in Nürnberg anführen? Ja, ich muss sagen, wie die erste Halbzeit bis zu dem Platzverweis war mir eine klar bessere Mannschaft. Wir hatten auch noch eine Riesenmöglichkeit von Bachmann, meine ich, wenn er den Ball dahin köpft, wo er herkommt, immer Tor. Und dann, wir haben den Gegner beherrscht. Der Gegner hatte ja, nicht eine Aktion bis dahin. Und dann schreitet ein Schiedsrichter ein, gibt da eine gelb-rote Karte, wo der Reporter permanent auch gesagt hat, wie der auf die Idee kommt, da eine gelb-rote Karte zu geben. Und ich bin der Meinung, wenn ein Tor fällt und der Gegner ist ein Zentimeter in Abseits, da gucken die alle nach und sagen, kein Tor. In so einer wichtigen Entscheidung, und die war wichtig für Schalke 04, war keine Frage, da wird nicht eingeschritten, die Regel sagt das so und damit passt er. Der hat sich das nicht angeguckt, kein gar nichts. Und da habe ich kein Verständnis für. Genauso wie bei der Europameisterschaft Deutschland-Spanien. Ein ganz klares Handspiel und dieser Vollheini, der sieht das nicht. Da frage ich mich, wo guckt der hin? Und da kann mir nicht einer sagen, die Regel sagt, der mit einem steifen Arm hat er da hingehalten. Nein, das sind Elfmeter und Ende und hat Deutschland dieses Spiel gewonnen. Und Schalke hätte meiner Meinung nach auch gewonnen in Nürnberg und das sind Punkte, man weiß es jetzt noch nicht, aber die können dir am Ende der Saison vielleicht fehlen. Der Klaus hat schon ernst gesagt. Ja, aber trotzdem, Abi, deine Einschätzung. Ja, der hat ja recht. Wie immer hat er recht. Ja, ich muss als erster sagen, was mich sehr überrascht hat, war, dass Kaminski gespielt hat hinten, nachdem Kallas ja so ein bisschen ausgefallen ist auch. Also wir haben jetzt komplett mit einer neuen Abwehr gespielt. Ja, also das war jetzt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, erste Halbzeit super gespielt, kaum Chancen zugelassen hier für Nürnberg. Nürnberg hat also meiner Ansicht nach, also wir saßen da auch und haben das Spiel gesehen und haben gesagt, also das Spiel kannst du normalerweise nicht verlieren. Also Nürnberg war so schwach gewesen und die hatten auch, ich weiß gar nicht, eine Chance richtig gehabt. Also da war gar nichts. Und wir hatten noch eigentlich, so wie Klaus sagt, der Bachmann hatte da noch eine gehabt mit dem Kopf, wenn die reingeht. Wenn er zur anderen Seite hinköpft, da wo der Ball herkommt, steht 2-0 und ich glaube, dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Dann wären die Nürnberger zusammengebrochen, vor allen Dingen, weil es doch auch sehr warm war. Und ich glaube, da wären die nicht mehr wiedergekommen. Natürlich die rote Karte, man kann darüber diskutieren. Wir haben oft schon darüber diskutiert, aber das ist nun mal so, gelb darf keiner oder will keiner sich entscheiden, wenn der Schiedsrichter gelb-rot gibt. Das ist Tatsachenentscheidung. Ich persönlich finde es auch nicht gut, dass der Schiri dann alleine entscheidet und unten dann da in Köln keiner mitentscheidet. Aber so sind die Regeln mittlerweile. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unsere Truppe eigentlich gut gesehen. Nur nach dem Platzverweis, komischerweise sind wir da komplett meiner Ansicht nach eingebrochen. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Auch wenn du jetzt mit einem Mann weniger spielst. Wir haben einen Stürmer rausgenommen, dann Aydin rein im Mittelfeld und der ist viel gelaufen, der Junge und. Also ich fand, wir standen gut, aber wir haben auf einmal vergessen, Fußball zu spielen. Also wenn einer seine Schnur gezogen hat und sagt, so, pass auf, jetzt hier, Ende aus, seh zu, dass wir das über die Bühne bringen. Das war aber nicht mehr der Fall, das muss man wirklich so sagen. Also ich habe da auch noch nicht so richtig den Eindruck gehabt, dass einige irgendwie geglaubt haben,
dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Irgendwie ist da wie ein Ruck durch die Truppe gegangen nach dem Platzverweis. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass wir auch solche Spiele mal mit 10 Mann gewinnen. Ihr könnt es ja am besten beurteilen. So ein Platzverweis kann die Mannschaft wohl schwächen, aber es gibt ja auch Beispiele, wo man auch mit 10 Mann... Ja, das sage ich ja gerade. Ne? Ja, das ist richtig, aber nicht immer. Ja, und in dieser Situation, wo wir waren, hat das dieser Platzverweis nicht uns beflügelt, sondern der hat uns gehemmt. Da hat die Mannschaft dann immer das gespielt, was sie vorher gespielt hat. Und wir haben ja auch dann, kurze Zeit später, haben wir das 1-1 gekriegt. Und wenn man die Situation nur vor Augen hält, dann muss man sich wirklich fragen, warum das so ist. Ich weiß es nicht, wir sind nicht dabei bei Mannschaftssitzungen und so weiter, dass 2 Abwehrspieler genau zwischen den Stürmern stehen und nicht bei den Stürmern, weil die Situation konnte man lesen. Da kommt einer, der flankt rein, einen Blick nach hinten und dann gehe ich zu diesem Gegenspieler hin, dann ist das Thema erledigt. So standen die genau zwischen den beiden Stürmern und die Flanke kam gut rein und ist passiert. Aber trotzdem, das Entscheidende war dieser Platzverweis und da frage ich mich nochmal, wenn man es heißt, die Regel sagt das so aus. Ja, dann müssen die Regeln ändern. Es kann ja nicht sein, dass einer vom Platz fliegt, wenn es berechtigt ist, sagt da kein Mensch. Aber da war doch kein Platzverweis. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich bin stinksauer gewesen, genau wie nach dem Elfmeter Spanien-Deutschland, weil das sind ganz entscheidende Fehler, die der Schiedsrichter macht und die dazugehörenden Leute auch. Da müssen sich was einfallen lassen. Aber so kann das doch nicht weitergehen. Ich bin gespannt, was heute im DSF, was da die Diskussion mit Sicherheit dieser Platzverweis weil es wird diskutiert, da bin ich gespannt. Ja gut, von Nürnberg ist ja auch einer runtergeflogen, wo im Endeffekt, der wusste gar nicht, was los war, der Junge. Als der einmal Gelb-Rot gesehen hat, hat er auch gedacht, was habe ich denn überhaupt gemacht? Das ist aber, glaube ich, das war so eine Wiederholung, sage ich mal, zu sagen, so, pass auf, jetzt schmeiße ich doch auch von Nürnberg einen runter. So habe ich den Eindruck gehabt. Aber für mich war ja auch viel wichtiger gewesen, dass der Paul Sergin nicht gespielt hat. Da siehst du schon, der fehlt bei uns im Mittelfeld. Ja, da ist so einer, der ein bisschen Kopf hoch hat, der weiß, wie der Fußball geht. Und wir haben also uns dazu so rumgewürcht da im Mittelfeld, fand ich. Ja, wir haben über außen sind wir eigentlich sehr gut gekommen. Ja, das muss man wirklich sagen. Also über außen sind wir gut reingekommen. Wir haben 1-2 gute Flanken reingeschlagen, die waren alle okay. Aber so im Mittelfeld, so derjenige, der das Spiel in der Hand nimmt, der war nicht da gewesen. Also man hat da schon gesehen, dass der Paul da gefehlt hat, an vielen Situationen, der auch mal den Ball ruhig hält. Ja, wir waren manchmal nachher so in der zweiten Halbzeit sehr hektisch gewesen. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen, aber wir haben dann aber auch zu viel Fehler gemacht und dadurch sind die Nürnberger immer wieder besser ins Spiel gekommen. Und wenn du da natürlich so einen Spieler hast, der das Spiel an sich zieht und auch mal ruhig macht und auch gerade wenn du mit 10 Mann spielst, brauchst du jemanden, der mal drauf tritt und sagt, Jungs, komm, langsam, gucken wir mal, dass wir auch in Ruhe nach vorne kommen. Und was mir auch nicht oder was mir überhaupt nicht gefallen hat bei den Toren, dass 3 Mann auf der Linie zurückrennen, ja, um den Ball, sag ich mal, zu retten. Statt vorzulaufen, rennen die zurück. Also das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe gesagt, Jungs, warum rennt ihr zurück? Wenn ihr auf der Linie steht, habt ihr eh keine Chance, wenn der Ball kommt. Also müsst ihr doch nach vorne laufen und probieren, den irgendwo am Körper zu kriegen. Ja? Wir haben einmal, glaube ich, 3 Leute standen auf der Linie. Und der nimmt den ganz locker an, statt da irgendwie noch einer zu probieren, hinzulaufen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und das sind natürlich Fehler. Die kriegst du natürlich in der Bundesliga, wenn du da nicht aufpasst, schnell aber rein. Das ist ja grundsätzlich so. Egal, ob unser Spiel, ob andere Spiele, bei so Situationen laufen die sofort ins Tor rein. Das habe ich auch nicht verstanden. Oder hat man auch sich
oft aber diskutiert darüber, warum gehen die nicht raus und gehen die an den Mann, oder an, wo der Ball ist, und, aber schnell, um das zu, die Situation zu klären. Nein, sie laufen zurück. In der Zeit hat der Angreifer die Zeit, den Ball so zu treffen, dass er ins Tor ja, geht. Deswegen gesagt, ja, das habe ich nicht ganz verstanden, dass sie immer auf die, zurückgelaufen sind auf der Linie. Was mir auch nicht so gefallen hat, war vorne, also in der zweiten Halbzeit war vorne auch ganz wenig gewesen. Also Karaman hat da so, probier mal ein, zwei Mal zu schießen. Ja, aber das war meiner Ansicht nach, also wenn du gegen 10 gegen 10 spielst, war das ein bisschen wenig, fand ich. Wir haben uns da so ein bisschen versteckt und das gefiel mir gar nicht. Also die letzten 20 Minuten, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, dass wir es hier nicht mehr aufholen können. Aber spürbar besser ist es schon geworden nach dem Platzverweis von Nürnberg. Dann hatte man schon das Gefühl, jetzt ist im Kopf wieder was passiert, aber halt vorne. Aber trotzdem ja, können wir meine Meinung noch diskutieren, wie wir wollen. Das Entscheidende war dieser unberechtigte Platzverweis, wo wir die so im Griff hatten, die Nürnberger, die, wenn der Gegner nicht den Hauch eine Chance hat. Du merkst das auch. Du bist die bessere Mannschaft, du hast Chancen. Und dann überlegst du gleich nach diesem Platzverweis, was müssen wir jetzt machen? Ja, die Mannschaft ist nicht mehr in der Lage, sich zu formieren, zu orientieren. Was können wir machen? Da kommt natürlich die Halbzeit, aber dann musst du wechseln. Dann weißt du auch, bist du defensiv oder kommst du weiter nach vorne. Das spielt alle mit rein, wo man vorher ein klares Konzept hatte, das super funktioniert hat. Ja, aber trotzdem, ich meine, dass wir vorne uns nicht richtig durchgesetzt haben. Über außen ja, aber vorne, Silla, den habe ich auch nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin, der hatte ein, zwei Aktionen gehabt, den habe ich auch nicht gesehen. Also vorne fand ich, vorne war ein bisschen zu wenig. Ja, also da ist von den beiden Guten, für Silla und auch von Karaman zu wenig gekommen. Also fand ich jetzt, dass die Jungs über außen da, wer ist da noch? Noch kennt der Platzverweis. Der hat da zwei, drei super Flanken reingeschlagen, das muss man wirklich sagen. Ja, und der hat wirklich gut zwei, drei gute Flanken reingeschlagen. Also das hat mich sehr überrascht. Er ist auch über rechts durchgegangen, hat was probiert. Das fand ich jetzt wieder gut. Auf der anderen Seite, der Mohr hat dann auch ein bisschen was probiert. Ne? Also es war also, da war es gut. Aber im Bereich des Tores fand ich, waren wir zu schwach. Trotzdem, dass wir 1-0 geführt haben. Und es hat ja auch kein Stürmer ein Tor gemacht, sondern ein Abwehrspieler. Das muss man auch mal so sehen. Ne? Dann lass uns doch mal über den sprechen. Ibrahima Cissé war ja lange weg. Jetzt hat der Trainer gesagt, jetzt hat er nochmal die Chance zu zeigen, was er kann. Wie hat er euch denn gefallen? Ich, wenn wir uns zurückerinnern, ich war immer für Cissé, dass er spielt. Weil er hat am letzte Saison am Anfang einen Fehler gemacht, Mambo. Und dann hat man ihn sofort rausgenommen und hat kein Spiel mehr gemacht, so ungefähr. Weil ich habe ihn gesehen, in der Vorbereitung gegen Enschede, glaube ich, war das, hat er super gespielt. Und deswegen kam er auch in die Mannschaft. Und jetzt, dass er jetzt die Chance bekommen hat, von Anfang an zu spielen und ein Tor auch noch gemacht hat, da freue ich mich, aber trotzdem haben wir 3-1 verloren. Aber für diesen Jungen war es sehr, sehr gut. Ja, bei dem Tor hat er sich auch ein bisschen falsch verhandelt, weil er zu weit weggeht. Das muss man auch sagen. Ja, aber beim 1-1, die Frage ist ja die, was wird da besprochen? Warum verhalten die sich so, dass sie zwischen den beiden Angreifern stehen? Und wenn da die Flanke gut kommt. Das ist ja das, Klaus Holmes, die drehen sich ja nicht um. Die gucken nur, wo die Flanke ist und drehen sich nicht mehr um und gucken nicht mehr, wo der Gegner ist. Die verlieren quasi den Gegner aus den Augen. Das war im letzten Jahr in Kaiserslautern das Gleiche gewesen, wie wir auf einmal die zwei Kopfballtore reingekriegt haben. Ja. Weil die gucken zum Ball und drehen sich nicht mehr um und sagen, der ist ja 3 Meter hinter mir. Shit, den kriege ich sowieso nicht, wenn der über mich rüberkommt.
Das ist natürlich, sind so ein bisschen noch Kinderfehler, finde ja, ich. Beide Abwehrspieler, der schießt jetzt auch weiter vorne und der andere weiter da hinten. Der hätte nach vorne gehen müssen. Ja, ja, aber du, der musst, du, vorne du musst gehen, dann ja eng machen. Weil der hat ja den Spieler vor sich. Ja, der war nicht hinter ihm. Der war vor ihm. Und deswegen, ja, das sind solche Sachen, ja, das die können auch, spielentscheidend sein. Bei dem 3-1 von Kaminski, der geht da sehr blöd hin. Also viel zu schnell, viel zu... Also wenn ich schon so schnell hingehe als Abwehrspieler, dann mache ich entweder einen Foul oder ich halte ihn fest. Aber ich mache nicht, dass er sich den Ball durch die Beine macht, an ihm vorbei. Ja, und Kaminski ist ja natürlich nicht mehr derjenige, der da so schnell hinterherkommt. Da waren ein paar ganz flotte Jungs dabei bei Nürnberg. Das muss man auch so sehen. Und dann kriegst du natürlich da auf einmal so eine Beule rein. Also das war wieder typisch ein Kaminski-Tor. Das muss man einfach so sagen, ja. Wenn ich nicht mehr der Schnellste bin, dann muss ich die Arme ausstrecken und irgendwie den festhalten. Dann kriege ich eine gelbe Karte und dann wäre das Thema erledigt. Nur er hatte, glaube ich, auch schon eine gelbe Karte, ne? Kaminski nicht, nein? Oh, okay, dann kann er es ja machen. Ja, also das ist ja für mich dann eine Geschichte, wenn vor allen Dingen, weil er wieder mitgegangen ist mit dem Stürmer und der zack durch die Beine. Und dann muss man natürlich irgendwie ein bisschen, ich finde, da ist er ein erfahrener Spieler, da nehme ich die Hand raus und patsch, hab den kleinen Jungen da an der Hand. Dann gibt es irgendwo im Mittelfeld, gibt es da einen Freistoß. Aber nicht so einfach vorbeilaufen zu lassen. Und dann hast du keine Chance, da hinterher zu kommen. Und dann passiert eben, dass du da noch so ein Tor reinkriegst. Also das darf nicht passieren. Ich persönlich bin ja der Meinung, wir haben noch ein, zwei Leute da und vielleicht hätten die mal die Chance kriegen sollen. Ich weiß nicht, wie weit die hier sind, aber da hätte man vielleicht auch mal wechseln sollen. Ja, es ist vorbei. Wir haben 3-1 verloren. Ich hoffe nicht, dass das die Mannschaft schaden wird. Sie werden darüber sprechen, gar keine Frage. Muss man auch über die Situation reden und es geht ja wieder weiter. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt so zu Ende ist. Wir haben ja das zweite Spiel hinter uns. Pokal, das ist ja von klar. Daher, natürlich sind das so Fehler, die man abstellen muss. Und so schnell wie möglich. Weil Fehler, die werden vom Gegner genützt, um auszugleichen, in Führung zu gehen. Und, aber die erste Halbzeit hat mir richtig gut gefahren. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, dass man das zwei Halbzeiten spielt, dass man nicht dumme Fouls macht, wo nicht nötig sind. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, das wissen wir. Habi, du sagst, das wäre aber eine leichte Nummer gegen Aalen, 50 ist. Ja, aber Aalen, ich glaube nicht, dass wir gegen Aalen rausfliegen. Also das würde mich jetzt schon wundern. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube lieber, dass das Spiel in Magdeburg, das ist viel interessanter, glaube ich. In Magdeburg, wenn du da in Magdeburg verlierst, dann fängt die Kurve natürlich wieder an, nach unten zu gehen oder nach oben zu gehen, weil dann hast du ja auch Köln hier zu Hause. Kölner, die haben, glaube ich, auch noch 2-2 irgendwie kurz vor Schluss noch gemacht. Und die Kölner wollen auch noch Gas geben. Also die werden sich da in der zweiten Liga erstmal ein bisschen finden. Aber das ist eine unangenehme Mannschaft. Wie wichtiger ist das Spiel Magdeburg? Also Pokal, glaube ich schon, dass wir da weiterkommen. Aber Magdeburg, da haben wir im letzten Jahr doch sehr schlecht ausgesehen. Da haben die Magdeburg uns also richtig an die Wand gespielt und... Ja, hoffentlich ist das nicht in den Köpfen drin, ja, dass man sagt, wow, Magdeburg jetzt, sondern man muss einfach frisch aufspielen, wie in Nürnberg, wie in der ersten Halbzeit. Dann hat man vielleicht auch in Magdeburg eine gute Chance und jetzt der ein oder andere Verletzte kommt vielleicht wieder. Und dann glaube ich schon, dass man dann wieder Alternativen, gerade im Mittelfeld muss man Alternativen haben. Man hat ja jetzt die beiden letzten Spiele gesehen. Dass wir gegen Aalen gewinnen, ernst nehmen, dann dürfte das kein Thema sein. Aber auch da, in den beiden Spielen, hat man ja gesehen, da kann jeder jeden schlagen. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Der HSV gewinnt in Köln, spielt zu Hause gegen Hertha Berlin
auch 1-1. Hertha Berlin verliert zu Hause gegen Paderborn. Also, wenn man die Spiele alle durchgeht, wird keine Mannschaft, keine Überfliegermannschaft da sein, die ganz klar Erste wird. Ja, das war ja in Stevens sein guter Spruch, die nur muss stehen. Ja, wenn du 1-0 gewinnst in Nürnberg, dann hättest du einen Riesenschritt gemacht. Das muss man einfach so sagen. Wir kriegen leider immer zu viele Tore rein. Ja, schon. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir haben das Problem, dass wir immer wieder Tore reinkriegen. Und egal, ob das jetzt 4-1 oder 5-1, du kriegst trotzdem einen. Und daran muss die Mannschaft arbeiten. Die Mannschaft oder auch Gerrits muss daran arbeiten, dass die Mannschaft zu Null spielt. Ich glaube, Qualität genug haben wir nach vorne hin. Ein Tor werden wir auch immer wieder mal machen. Ja, aber dass die Null steht. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem, auch aus der letzten Saison. Das schleppt immer so ein bisschen mit. Du kriegst immer einen rein, egal wie. Und das muss so schnell wie möglich abgestellt werden. Es sind tatsächlich nur noch zwei Mannschaften, die Möglichkeit überhaupt haben, am zweiten Spieltag beide Spiele zu gewinnen. Paderborn und Hannover, die spielen jetzt noch heute. Ja. Also man sieht, wie ausgeglichen es ist. Ihr seid beide ja immer noch auch aktiv und ihr trainiert ja auch ab und zu noch Mannschaften. Wie stellt man gegen Aalen auf? Spielt man so weiter mit dem, was man hat? Oder wechselt man mal komplett durch? Dass im Tor gewechselt wird, das wissen wir. Ron Torbhoffmann wird im Tor stehen gegen Aalen. Aber wie macht man das mit dem Rest der Mannschaft? Ja, warum sollen wir die Mannschaft ändern? Ich sage, wir haben keinen Grund für da. Schallenberg kann auch wieder spielen. Er ist ja nur Meisterschaft, glaube ich, gesperrt. Mhm. Und sie einzuspielen, die gleiche Mannschaft, der Torwart wird nicht das Problem sein. Und der Gegner wird defensiv spielen. Der wird sich hinten reinstellen und auf Konter spielen. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht ausgekontert werden. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft, auch das Umfeld, die werden das schon ernst nehmen, weil Pokal hat man schon so viel erlebt. Ja, wo man gesagt hat, hallo, wie geht sowas, dass Bayern München in Saarbrücken verliert und so weiter. Und deswegen volle Konzentration, weil auch ein Weiterkommen wichtig ist für den Verein, wichtig für die Mannschaft, um in die nächste Runde ein. Also ich meine auch, dass man die beste Mannschaft spielen lassen sollte. Egal wie auch immer. Dafür ist die Saison noch zu jung. Weißt du, die müssen sich erstmal untereinander gut verstehen und wissen, wie die Abläufe sind von jedem Einzelnen. Und deswegen glaube ich auch, am dritten Spieltag sollte man da jetzt nicht die ganzen Reservespieler reinpacken, um nur zu gucken, ob die das auch können. Ja? Also dann kannst du auch hier gegen die U23 spielen, da ist genau das Gleiche, dann sehe ich auch, wer was kann oder wer nicht kann. Aber ich finde, dieses Pokal, das ist eigentlich auch wichtig, weil Pokal ist auch eine Geldfrage, wie lange und wie weit du in den Pokal kommst. Und das sollte man dann schon für ernst nehmen. Und wenn man dann am Anfang gleich solche leichten Gegner kriegt, die soll man einfach nur abgreifen und sagen, so, whoop, den haben wir kassiert, jetzt kommen in der nächsten Runde, haben wir vielleicht wieder ein bisschen Losglück und. Also da sollte man aber auch jetzt auf der Saison hin gesehen, meiner Ansicht nach, die beste Mannschaft spielen lassen. Ein Torwart ist okay, das kannst du schon mal machen, weil wenn zwei gleichwertige Torhüter hast, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Hoffmann da irgendwie 5 Gurken reinkriegt. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dafür ist er auch zu gut. Aber ich finde, wenn Gerrits das jetzt anfängt, da wieder rum zu eiern, da den rein und wieder rein, dann kann auf einmal so eine Überraschung im Pokal passieren, ja, dass die auf einmal sagen, wir sind auch nur Reservespieler, komm Jungs, da gehen wir mal richtig hin. Also das ist ein Problem, aber ich finde immer, wenn man im Pokal, sollte man probieren, so weit wie möglich zu kommen mit der besten Mannschaft. Ja, im Pokal, wenn du das Spiel verlierst, kannst du nichts mehr gut machen, da bist du raus, das ganze Jahr. Ja. Und deswegen muss man schon ernst an die Sache gehen, dann kannst du nur als Sieger vom Platz gehen. Letzte Frage. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, eventuell soll noch ein Spielmacher kommen. Abi hat gesagt, brauchen wir nicht, wir haben Schallenberg, wir haben Seguin. Jetzt fallen die beiden aus. Braucht man jetzt doch noch so ein Backup, weil man gesehen hat, ohne Spielmacher wird es schwierig? Herr Schallenberg, der wird ja nicht so lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt 2-3 Spiele gesperrt wird. Das wäre die Frechheit. Die wäre die nächste Frechheit.
Das war ja kein brutales Foul. Der war ja überhaupt kein Fall. Es war kein Platzverweis. Und wenn die dann hingehen und in zwei, drei Spiele sperren, dann wäre eine ab, würde ich ehrlich sagen. Da könnte ich mich nicht beruhigen, weil erstmal eine Fehlentscheidung und dann drei Spiele sperren. Das fällt auch noch. Also bei Seguin sehe ich das so, wenn der jetzt hier beim Pokal ausfallen würde, also ich sehe jetzt die Mannschaft da nicht so stark, dass der im Pokal was verrutscht. Also der kann sich jetzt in Ruhe da die Woche ausruhen und ich glaube, viel wichtiger ist, dass der gegen Magdeburg dabei ist. Und wie du jetzt sagtest, ob wir jetzt noch einen holen oder nicht holen, ich weiß es nicht, dann weißt du, wenn du jetzt einen holst, einen richtigen Spielmacher, Seguin ist ja jetzt nicht so ein richtiger Zehner, aber der weiß, wie Fußball geht, ja, der weiß, wie man die Jungs bedient, aber wenn du jetzt einen richtigen Zehner hast, ja, der muss jetzt auch erstmal wieder rein, dann muss der auch gucken, dass er sich mit den anderen wieder versteht. Ich glaube, dass man, wenn man sowas macht, einen richtigen Zehner zu holen, dann muss man den von Anfang an in der Saison dabei haben und dass man sich da mit dem einspielt. Also egal, ob die jetzt wen die auch immer haben sollten, ja, wenn sie jetzt nicht gerade Messi haben, dann würde ich sagen, okay, dann holt den, aber sonst... Aber was willst du denn holen? Welchen guten Spieler würdest du jetzt nach dem zweiten oder dritten Spieltag kriegen? Der geht gar nicht. Wer gibt deine guten Spieler ab? Und Geschenk kriegst du auch nicht. Und von daher darf das... Ja, wenn wir jetzt eh noch einen ausländischen Spieler holen können... Ja, egal, Julius ist auch noch da, wenn der einigermaßen fit ist, könnte der das auch spielen. Ja. Also für mich persönlich kein Thema, einen neuen Spieler zu haben. Julius soll, glaube ich, in der nächsten Woche wieder trainieren. Ja. Ja, dann danke für eure Einschätzung, danke für eure Zeit. Ja, ganz wichtig noch, ein großes Danke auch an alle Zuseher, Zuseherinnen, die jede Woche fleißig einschalten. Empfehlt uns weiter und bitte abonniert uns auf YouTube. Und wie sagt man so schön, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Wir danken euch, danke euch beiden. Jawohl. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder nach dem DFB-Pokalspiel gegen Aalen. Vielen Dank und Glück auf. Glück auf, René. Aber ich nicht. Nee, du bist nicht da. Alles klar.